Happy Morning in the Morning, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, wir möchten heute wissen, oder wollen wir das wissen? Ja, wir wollen das wissen. Wir wollen es wissen, was geht gerade in ihm vor, was denkt er, was fühlt er. Wir lassen uns einfach mal treiben von den Karten. Wie es gerade bei ihm aussieht, was das aktuelle Thema ist. Oh la la, die Liebe. Das ist also sein Hauptgedanke, sein Glück, seine innere Harmonie. Und der Seelenpartner, an den er denkt, beziehungsweise auch an die Verbundenheit zu dir als sein Seelenpartner. So, die Karte ist hier rausgefallen. Also, ne, das signalisiert einfach nochmal ganz, ganz deutlich die Seelenverbindung zu euch. Darüber denkt er nach. Was fühlt er? Guck mal hier. Also, eine schönere Kombination gibt es gar nicht. Die feste Verankerung in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf euch. Und auch, klar, die Sexualität für alle, die wissen, ne, dass die Linien für die Sexualität stehen. Aber in allererster Linie stehen sie für die innere Harmonie und auch für die Wahrhaftigkeit. Und in dieser Kombination natürlich, wow. Ja, oh, dann fällt auch noch hier das Herz. Die Sonne als eine Mega-Kombination. Ja, das Glück, das Gefühl des Erfolges im Herzen in Bezug auf eure Verankerung, auf die Liebe, auf die innere Harmonie, die Authentizität, die Familie, so die absolute Glückseligkeit. Also ich weiß nicht, was da bei ihm jetzt passiert ist, ist auch scheißegal, aber in Bezug auf dich. Besser geht's gar nicht. Guckt euch mal die Karten an. Das sind Bombenkarten. Seelenbeziehung, Harmonie, Liebe und auch die Sonne in der Hauptenergie, das Glück, der Erfolg, die Wunscherfüllung. Vielleicht hast du dich bei ihm gemeldet oder vielleicht hat sich irgendwas ergeben. Vielleicht habt ihr euch getroffen. Vielleicht habt ihr euch ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es auch, wenn man die Sonne jetzt hier als die Heilungskarte schlechthin nimmt, geht es hier auch um Heilung in Liebesangelegenheiten, Heilung in harmonischen Angelegenheiten, dass man selber wieder in die Harmonie kommt. Ja, das, was davor vielleicht Streitthema war oder Diskussionsthema oder einfach das Problem an der Situation oder Sache, kann man hier auch in dieser Kombination von Heilung diesbezüglich sprechen, weil der Anker liegt ja hier auch auf dem Hausplatz des Hauses. Das heißt, man hat innerlich auch irgendwo aufgeräumt oder Tabula rasa gemacht. Wir schauen jetzt mal auf die weiteren Karten. Boah, und dann kommt hier noch die Sterne. Was habe ich denn heute mit dem Herz? Irgendwie ist das Herz heute hier total verankert hier in meinem Geist, dass die ganze Zeit Herz rauskommt. Aber guckt euch mal diese Kombination hier an. Gespräche mit dem Seelenpartner, mit dem Menschen, mit dem man auf Seelenebene verbunden ist, haben hier Klarheit gebracht. Im Herzen, in Herzensangelegenheiten. Ja, irgendein Gespräch hat hier stattgefunden, was ihn auf Herzensebene davon überzeugt hat, dass es keine Lüge war, die Verbindung zu dir, dass es wirklich um Liebe ging und dass man einfach immer noch fest verankert ist und dieser Grund, weswegen ihr auseinander wart oder vielleicht gestritten habt, geht hier in die Heilung, weil man hier etwas klärt. Also im Herzen auch, ne? Also ich meine, Gespräche, klar, die finden face-to-face statt oder wie auch immer. Aber hier ist etwas
auf Herzensebene hat sich hier einfach erledigt oder geklärt, sagen wir es mal so, geklärt. So, wie geht es weiter? Seine nächsten Schritte in Bezug auf dich, die sind aneinander geklebt. Das war keine richtige überzeugende Botschaft. So, wie geht es weiter? Also, seine Sehnsucht treibt ihn an, in deine Richtung zu kommen, in deine Richtung zu rudern. Und dann wird er eine Entscheidung treffen. So, welche Entscheidung trifft er denn? Ups. Welche Karte liegt hier unten? Er wird die Entscheidung treffen, sich mit dir zu verankern, und auch in sein Vertrauen kommen, was die Verlustangst betrifft, was wahrscheinlich auch der Grund im Vorfeld war, entweder durch dich oder durch ihn, ging es hier auch um Themen von, ja, vielleicht auch Eifersüchteleien. Immer wenn man Angst hat, jemanden zu verlieren, treten ja auch Forderungen ein oder Erwartungen, Streitereien oder was auch immer. Und genau an diesen Themen durfte man hier auch wachsen. Ja. Das heißt, hier passiert ganz viel Heilung bei ihm auf Herzensebene einerseits. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass er hier Herzen heilt oder ein Wunsch für ihn in Erfüllung gegangen ist, durch etwas, was hier geklärt wurde. Ja, entweder weil man darüber gesprochen hat oder weil man was geklärt hat oder weil sich Streitereien, Stresssituationen in Bezug auf eure Beziehung oder Verbindung geklärt haben. Und das, was vorher der Grund war für die Trennung oder Streitereien, die haben sich jetzt hier geklärt. Und er wird sich jetzt hier auf den Weg machen. Kann zwar sein, dass es ein bisschen länger dauert, ja. Ja, vielleicht, nee, ich möchte keine Zeitangaben machen, aber dass der sich jetzt hier in diese Richtung begibt, ne, er wird dann auch die Entscheidung treffen und wird ja aus sich heraus, aus seiner Sicherheit heraus, aus seiner Liebe heraus mit dir hier in Verbindung treten, dich mit dir treffen. Und es wird auch ein sehr glückliches Treffen werden, weil die Unklarheiten sich geklärt haben. Hier, guck mal, da haben wir schon das Treffen. Ja, also auf jeden Fall, auch wenn hier jetzt erstmal hier die bombensten Karten liegen, die tollsten Karten liegen, es ist auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen oder gemacht worden, der sehr viel bewirkt hat, der sehr viel bewegt hat in deine Richtung. Aber dass hier halt noch ein bisschen was zu tun gibt, ne? Wichtig ist aber, dass man hier im Herzen sich öffnet, heilt und hier innerlich auch wieder bei sich ankommt. Das ist die Voraussetzung auch für eine glückliche Beziehung oder für eine glückliche Liebe. Und das sehe ich hier alles in diesen Karten, dass halt eben auch eure Verbindung hier heilt. Und die Zeit, die jetzt war, einfach auch sehr wichtig war, um das zu erkennen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, wenn du magst, deine Sandra.